bin nicht ein... Was? Hat ein Umgebungswegpunkt. Die Umgebungswegpunkte geben dir gerade die Umgebung. Ich bin nicht ein fucking Untertan. Hast du das verstanden? Wenn du mich noch einmal Untertan nennst. Ja, dann holen wir. Boah, bist du dumm. Na gut, da hat ja kein Auge gehabt. Konnte sie ja nicht sehen. Bis nochmal ein. Schon wieder? Jack krempelt ganz Pandora auf links, um die Kammer zu finden. Es heißt, seine Bohrungen verursachen diese Erdbeben. Entweder das oder seine Mom ist gerade aus. Okay. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Die letzte Bastion. Okay, ich nehme mal an, das wird wieder mal. Wird dein Speicherpunkt mit anderer Grafik einfach sein? Von nee, ey. Dieser scheiß Claptrap. Wow! Mann, was fällt euch denn ein? Ach, cool, dass das Geld nun hier automatisch aufgehoben wird und man nicht immer E drücken muss. Ein Bullymuck-Balk. Ja, schon ein bisschen stärker. Ja, nun mach doch mal halblang hier. Ich höre keine Bullymons mehr. Vielen Dank, Freund aller Freunde. Weiter! Hey, Kiddo, Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger taucht auf, Kammerjäger sucht nach neuer Kammer, Kammerjäger wird gekillt von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett, Herzchen. Oh, sind wir schon voll, meine Güte. Unser Inventar ist aber sehr begrenzt hier. Naja, war sehr im Borderlands 1. Ich sehe einen tapfen Untertan und einen unglaublich hübschen Roboter. Das heißt, derjenige, der mein Auge hat, ist ganz nah. Das wird wehtun. Ja, schön, dass sie das noch drin gelassen haben. WTF! Den sieht man so schlecht. Ja, rennen, rennen, rennen. Ah, da hinten. Ja, kommst du auch mal wieder runter. Jetzt kommen da noch seine Schergen. Nee, nicht Karte. Gibt's nun auch eine Schnelltaste für Medikit? Warte mal! Meine Fresse! Hallo! Hallo! Backe! Gibt's nun auch eine Schnelltaste für Medikits?
Kuh. Hallo. Oh, meine Güte, das geht ja schon mal gut los hier. Okay, und wo kriegt man jetzt hier die Medikits her? Huch! Ja. Oh-oh! Das war's. Wieso zum Teufel geht die Geschütztaste nicht? Können wir noch gar keins werfen oder haben sie es anders belegt? So, wo haben wir es denn? Können wir das noch gar nicht? So, Tastenzuweisung. Da brauchen wir gar nicht weiterzumachen ohne Muni. So, respawnen. Jetzt muss ich ja mal testen, ob ich da... huch! Ja, schön, dass er wieder volle Gesundheit hat, der Penner. Schon wieder keine Muni mehr, ey. Hat jemand ein bisschen Muni? Aber das kann doch nicht sein. Wer hat denn doch eben noch so viel Muni? Bitte F. Muni. Niemand hat Muni. Meine Güte! Arachena ist neu in Level, so erhöht sich da eine Menge an Gesundheit und deine Schadensstärke. Außerdem wird gleichzeitig deine Gesundheit und dein Schild erneuert. Ah. Ja. Das war ja fies. Jetzt muss ich hier mal meinen Knall anschauen, was hat denn die für Skills? Feuerstoß während des Zooms. Okay, das würde
wenigstens erklären, wieso das die Muni immer so knapp war. Also komm her mit deinem Auge. Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht. Ja, ist ja gut. So schnell, Schaden 20. Okay. Also das mit dem neuen Inventar ist ein... ...ein bisschen merkwürdig. Ja, ja. Ja, ich habe nur eine ausgerüstet. Sind beides Pistolen und wenn ich für die eine keine Muni mehr habe, dann für die andere ja auch nicht. Das ist egal. So. Geh vor. Soll ich dich an die Hand nehmen oder geht's noch? Ah, da kann man also auch drauf schießen. Gut zu wissen. Durchgehen, Kumpel. Ich mag das nicht, wenn der Untergrund so schief ist. Dann weiß ich nie, ob was mit dem. Verschiebung wird ausgeführt. Das hast du ja super hin. Wow! Wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Oh ja, da kannst du Gift drauf lassen. Muni voll. Auch voll. Auch voll. So, öffnen. Oh. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist zu enttappen mit zwei Hammerlock-Handlern. Ja, ich muss erst mal abklären. Was denn das für eine kleine Pumpgun? Macht im besten Fall hier 7×10×7, das heißt, wenn wir Glück haben, macht sie 70 Schaden, wenn wir Pech haben, nur 10. Magazingröße 1, WTF, ich hasse Pumpguns mit einem Magazin. Naja. Okay, was nun? Ah, mit ihm reden. Sehr gut. Kapitel 2. Säubere Berge. Ah, ein Reisefeld. Boah, krass! Das ist ja mal ganz was Schönes. Neuer Ladebildschirm. Sei wachsam, Untertan! Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint! Wann? Spiele wie, weicht dem Schneidbeiner aus und fall nicht ins Säurefass. Im ersten Wald richtig gut. Achtung, Leute von Pandora. Hier spricht Handsome Jack. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, 1 Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer eine Belohnung für Roland, den Massenmörder und Anführer der Crimson Raiders. Weidmanns Heil, Banditen. Ja, sehr freundliche Gesellschaft hier. Ah, nachladen.
So. Eine Million Mäuse? Okay, Jungs, hier spricht Captain Flint. Findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir. Sofort! Nette Gesellschaft! Sagenhaft! Zuerst greifen Captain Flint's Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, wenn ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flint's Männer für mich killen? Oh, oh, oh! Hey, scheiß Trap, Clap, kannst mir doch hier nach der Deckung nehmen. Ich hätte einen Vorschlag für dich, Kammerjäger. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus weniger schmerzhaft als das, was Hands Up Jack mit dir machen würde. Marauder.